Willkommen in Potters Bluff. So, herzlich willkommen zu einem neuen Blu-ray-Unboxing. Und zwar geht es um das Basket Case Major Book, in dem alle drei Teile enthalten sind. Ihr seht schon, es ist etwas dicker. Es ist von Ink Pictures. Ich werde es euch jetzt in aller Ausführlichkeit vorstellen. Hier ist mal das Cover, was ich sehr, sehr gelungen finde. Sehr schöne Motivauswahl, finde ich. Aber, was mich stört, der Druck ist nicht optimal, finde ich. Man hätte ja ein bisschen mehr an den Details arbeiten können. Zum Beispiel finde ich hier das etwas unscharf und man hätte es sauber abtrennen können. Und Basket Case hier hätte man sich was einfallen lassen können, weil bei so einer Edition, die auch relativ preisintensiv ist, hätte man hier Basket Case zum Beispiel rausstanzen können oder laminieren können, wie hier zum Beispiel bei den Mediabooks von dem, die kleinen von CMV, da war das hier Hochglanz. Fand ich sehr schön an Touch. Hätte man hier wirklich auch machen können, weil 60 Euro kann man schon ein bisschen mehr erwarten. Es sind ja im Endeffekt auch nur wieder Repacks. Und naja, aber schauen wir mal hier rein, was wir haben. Teil 1 bis 3 der Splatter Fun Trilogie von Frank Henlotter. Sehr witzige Filme, muss ich sagen. Also der erste mag ich wirklich sehr und die anderen sind auch ganz cool anzusehen. Ist einfach nur ein richtig schöner Fun-Film. So, kommen wir zur Insider. Das zeige ich euch gleich, was das hier alles ist. Hier ist auf der linken Seite. Na kommt. Auf der linken Seite findet man die DVDs. Ich hole sie mal alle raus, dass ihr das Backcover sehen könnt. Vorsichtig. Hier sehen wir schon den bösen Zwilling. Und hier haben wir das, den Booklet-Teil, wobei ich das etwas kritisieren möchte, weil man hat zwar immer schöne Bilder und hier hat man eigentlich immer nur eine Zusammenfassung des Plots der jeweiligen Filme. Ein schönes Gruppenbild in späteren Teilen. Und hier auch Zusammenfassung. Und hier auch nur ein kurzes Statement über den Regisseur. Und das war's. Also kein Essay, keine Produktionsgeschichten oder sowas zum Hintergrund der Filme. Es ist schon ein bisschen mager, muss ich sagen. Also, wie gesagt, der Preis ist ja recht intensiv. 50 bis 60 Euro für diese Edition. Hier sind übrigens die Blu-rays auf der linken Seite. Der rechten Seite. Jo. Na komm. So, jetzt habt ihr das Mediabook mal leer. Ihr seht hier ein. Sehen wir das Bild innen drin gesamt. Jo, das ist ja auch ein sehr schönes Bild hier. Das ist ein dickes Bein hier, wie man sehen kann. Aber muss hier ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das ist etwas empfindlich. Also nicht zu grob mit umgehen. Ich glaube mal, sonst fliegt das raus. Hier haben wir die Spine von Ink Pictures. Ja, so. Das war es jetzt im größten Teil zu den Inside. Kommen wir noch zu dem Bonus, was wir noch haben. Ich packe mal die Discs weg, die packe ich nachher wieder alle rein. So, jetzt haben wir noch hier die Bonussachen. Hier haben wir einmal die Hotel Broslin Check-In-Karte sozusagen, eine Schlüsselkarte fürs Hotel. Da steht ebenfalls die Limitierungsnummer drauf. Ich habe fast die letzte bekommen. 1498 von 1500. Das nenne ich mal eine kurz vor Schluss. Ja, es ist jetzt nicht ganz so schön wie eine Kreditkarte gearbeitet, also ist nichts reingestanzt oder so, aber ich finde es trotzdem ein nettes Gimmick. Liegt auch einfach nur so drinne, muss man aufpassen, dass es nicht rausfällt sozusagen. Und noch als nettes kleines Bonus haben wir hier alle Teile. Zu jedem Teil haben wir ein Plakat. Hier zu Basket Case Teil 1. Jo, der unheimliche Zwilling. Dann haben wir Basket Case 2. Da bin ich wieder. Und Teil 3. Das ist auch ein schönes Bonus-Gimmick. Hat man auch nicht oft dabei. Das finde ich doch eine gute Sache. Also, ja. Die drei Poster bekommt man. Die Hotel Broslin Eintrittskarte mit der Limitierungsnummer. Und natürlich das Mediabook. Ja. Preislich, wie gesagt, bei zwischen 50 und 60 Euro. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mich an zu Details oder sonst was. Wer jetzt das nicht haben möchte, ich empfehle euch auch. Also diese drei Mediabooks von CMV sind auch sehr schön. Man sagen muss, hat man immer einen. Jetzt bei jedem noch einen Bonusfilm dabei. Und hat auch Innencover und so weiter. Also, das hier ist jetzt nicht das Nonplusultra. Ihr könnt auch diese nehmen hier. Ich kaufe mir die bloß beide, weil ich halt ein Freak bin. Aber das Teil ist schon wirklich cool, wenn man alles in einem Package haben will. Aber diese drei Teile sind auch schön mit Hochglanz und so weiter. Und CMV hat ja auch die Master das erste Mal gestellt, deswegen würde ich eher CMV unterstützen als Ink Pictures, aber das ist euch überlassen. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Schreibt mich an und so weiter. Ihr wisst ja, wie das geht. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefällt. Und ja,
Lasst mir einen Kommentar da und abonniert mich, wenn ihr Lust habt. So, das war's von Basket Case Teil 1 bis 3, Mediabook von Ink Pictures. Demnächst erscheint ja noch Frankenhooker, die werde ich auch hier vorstellen. Und eine Ultimate Edition zu Apokalypto von Mel Gibson. Bin ich auch mal gespannt, was sie da machen. Alles klar, das war's von mir. Macht's gut, ciao.